Hallo, hier der Piot, der auch Knorker genannt wird. Es ist schon Flock 2 in irgendeinem Psychokeller hier, bei dem ich nicht weiterkomme, weil ich hier den Code nicht weiß. Irgendwas creept hier wieder rum. Ich höre es schon kommen von rechts. Ja, hinfort mit ihr. Garstige Spinne. Ja, Keine Ahnung. Ach, Hecken. Ja, genau, hacken wir doch einfach mal. Kommt gerade nichts von hinten? Gut, so. Psycho. Yay. Cool. Nice. So. Hack. Hacke. Oh, drei Abwehrknoten. Naja. Und. Yay. Zugangssicherheit gestört. Okay. Fuck. Nochmal eine. Komm her. Ah, gut. Das war mal wieder eine kleine Falle hier. Midwives. Jo. Ich bin immer noch vergiftet. Was ein Crap. Achso, kann ich nicht looten, wenn ich sie... da verschwinde ich jetzt keine Munition. Komm her. Na. Die nicht, Mann, ich würde einfach drauf treten, verdammt noch mal. Oh. Okay, ja. So. Irgendwas zum Trinken hier. Hier wegschmeißen. Mal nicht mehr. Nimmt nur Platz weg. Da brauche ich noch eine Chemikalie. Ja, legen wir nochmal einen drauf. So, jetzt. Nichts drin. Umsonst. Aber hier. Munition. Sehr schön. Oh, ist das ein Standard-Kampfanzug? Und ich habe hier einen Energiepanzerung. Ja, kann ich eh nicht rumtragen. Von daher lassen wir es liegen. Psi. Der hat Naniten. Sehr schön. Das war's. Jo. So. Doch lieber die. Hier wieder. Bisschen die durchschlagskräftigere Waffe. Ah, war ich da überall schon drin? Ja, da war ich auch schon drin. Naja. Okay. Ja, komisch. Ja. Andere Seite? Jo, andere Seite. Da nix. Da Ausgang. Da geht's ein hier. Ah, okay. Hier noch irgendwas? Da drüben? Ich kann durchs Fenster schauen. Wellenmanipulation, Wendigkeit. So. Wendigkeit aktiviert. Jawoll. Brandwurf, Regeneration. Wird erstmal reichen vorerst. 87. Nun habe ich ja noch ein paar Serumspritzen und ein Medi-Pack. Raumerfassung. Da ist irgendwas hier. Moment, wo geht's rein jetzt? Ja, hier. Ist da was? Da ist direkt was neben mir. Unter mir, hinter mir, Klopapier, keine Ahnung. Okay, aber liegt eine Art
Okay, PDA-Aufzeichnung. Mal sehen. Wo bist du, Suarez? Hey. Ich bin Rebecca Sonar. Es treibt mich fast zum Wahnsinn. Ich habe einige Besatzungsmitglieder getroffen, die sagen, sie hätten sie gesehen. Sie wollen mir helfen, sie zu finden, wenn ich ihnen beim Aufbauen des Senders helfe. Sie wollen die Erde retten. Ich will nur Rebecca. Und danach kümmere ich mich um die Erde. Ja, Spanisch Blut hier. Erstmal Liebe, dann die Erde. Ach, González, Hossa. Ha. Okay. Tja. Nicht, ja, ja. Wo geht's da hin? Athletics Mall. Scheint hier nichts, keine Gegner zu sein. Gar nichts. Ungewöhnlich. Was ist das hier? Ah, Kieche. Ja, komische Kieche. Doch, hier eine mega Riesenküche mit irgendwelchen komischen Sachen, die rumstehen. Auch nichts, ne? Also keine Gegner hier. Okay. Uah, fuck! Oh. Scheiße, jetzt bin ich erschrocken. Kacke. Mann, und auf dem blöden Radar hat's nichts angezeigt, ey. Oh, fuck's sake. warte mal kurz. Nope. Keine Zahl hier. 4 und 10 war es jetzt. Also 10 und 4. Moment mal, das kommt mal irgendwie. Dining Mall. Okay, man kann sich auf diese Raumerfassung nicht wirklich verlassen. Ja, genau. Oh. Chip. So, Ruhe. Im Karton. Okay. So. Achtung! Sidons. Weiß nicht, was heißt Sidon zu sagen. Sidons. Rettungskapsel. Hör mal, es gibt eine Rettungskapsel, die Xerxes nicht abgesprengt hat. Aber sie ist defekt. Es kann sie wieder zu reparieren. Aber ich weiß nicht, wie lange sie funktionsfähig bleibt. Geh dorthin, Tommy. Mit mir oder ohne mich. Wenn ich es nicht mit der Kapsel fliehe. Verstehst du mich? Hau mit der Kapsel ab. Okay, Kapsel abhauen. Hört sich nach einem guten Plan an. Aber ich habe das Gefühl, ist nicht. Athletics Mall. Von der Mall kommen wir ja gerade. War ich hier gerade drin? Ja, hier war ich doch gerade drin. Doofe Küche. Also. Dining. Ja, gehen wir mal hier runter. Ja, da kam ich gerade her. Genau. Hier aufs Klo. Am Klo erwartet dich meistens irgendwas Unangenehmes. Hier in diesem Fall nicht. Und ich konnte es natürlich nicht lassen, trotzdem die Tür aufzumachen. Aber ja, ist ja nichts passiert. Babys müssen schlafen. Babys müssen sich aufwühlen. Weiß es nicht. Aha. Verschwinde hier. Oder wir werden dich so verwunden, wie du uns verwundet hast. Wie du uns verwundet hast. Habe ich schon mal gehört. Ja gut, der Gang sah jetzt gerade sehr ähnlich aus wie ein Gang auf einem anderen Floor. Aber, ja. Oh. Mhm.
Ah, uncool. Aua, 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 aua. Uncool, uncool, uncool. Wendigkeit deaktiviert. Ja, komm her. Das ist ja fies. Erstmal hier mit irgendwelcher schummrigen Musik und einem schunkelnden Geistvision hier einen ablenken und dann zwei Ninja Kybernauten reinschicken. Ah. Zumindest ein paar Naniten. Oh, 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 da ist wieder eine Nachricht. Della Kreux. Hallo, Frau Kreux. Della. Mal sehen. Shodan Vertrauen. Aha. Die Annelidin haben uns vom Sender abgeschnitten. Shodan sagt mir, dass sie Xerxes die Kontrolle über das Schiff entreißen kann, sobald wir den Sender aktiviert und die Operationscomputer umprogrammiert haben. Oh, wem soll ich weniger vertrauen? Einem Betrüger, der behauptet, ein Monster zu sein, oder dem Monster selbst? Tja. Beides scheiße. Beides. Oh, oh, was hier? Disco, hä? Hört sich ja nach so einem komischen Roboter an. Was ist ein Fahrstuhlschacht oder wie? Ja, also hier hat man die Chance, entweder, naja, man vertraut halt dem Monster, oder man vertraut dem, der sagt, er sei ein Monster. Oh. Ah, gut. Munition, okay, wie komme ich jetzt da hoch? Hm, keine Ahnung. Ah, ja, Treppe, okay. Oder Rampe. So. Wo bin ich jetzt? Ach, das ist ich immer noch. Ah, sehr schön. Forschungssoftware. Okay, da ist jetzt hier. Wie komme ich da hin? Komme ich da irgendwie rüber? Ich weiß nicht, ob ich da rüber komme. Sieht nicht so aus. Nee, ja. Nee, komme ich nicht. Tja, keine Ahnung, wo ich da hinkomme. Nee, falsch. Hier geht's raus. So, mal da reinschauen. Ah. Aue, 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 aue. Granaten schmeißen ist scheiße. Da knutscht wieder einer. Okay, 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 okay. Wer knurrt da? Nicht knurren, das macht der Hund. Gottes, Killer Gottes. Ja, ja, ja. Ich habe mich darum gekümmert, was mit all den Leichen passieren soll. Angesichts der vollen Sanitätsbereiche und der seltsamerweise gesperrten Rettungskapseln und Ausstoßröhren mussten wir eine andere Lösung finden. Ich habe den Wartungstunnel unter dem Garten als Aufbewahrungsort gewählt. Der Zugangscode lautet 34093. Ich habe alle gewarnt, vorsichtig zu sein. Ich traue den Toten nicht. Ja, den Code brauche ich jetzt ja nicht mehr. Hier rum, hä? Ah. Ah. C1. Okay, also 10, 4, C1. Okay, der knurrt. Ein knurrender Hund, der geht zum Bund. Gleich über mir, ja. Gut. Gut, gut, gut. Alles nicht. Okay, runter hier.
Okay, 10, 4, C1. Dann war's das hier. Wollen wir mal sehen, was da ist. Kaputt. Ja, 3 Naniten. Hallo. Was heißt? Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Antitoxinspritze, Psi-Spritze. Ja, die 3 Abwehrknoten, die erstmal ausmachen. So. So. Jetzt. Hallo. Bitte treffen Sie Ihre Auswahl. Sagen wir ein Abwehrknoten. Jo, das ist okay. Panzerbrechende Munition. Davon haben wir noch 21. Ja, dann nehmen wir noch ein bisschen. Danke, dass Sie Value Ramp benutzt haben. Psi-Spritz noch 14, das reicht auch. Ja, gut, okay. Na. So. Guti. Weiter geht sie. Nach Süden. Was ist das? Ah, da ist der Roboter. Na dann, tschüss du. Ja, ich jetzt auch einfach Sicherheit. Sehe ich jetzt gerade, da ist ja eine Kamera und ein Geschützturm. Und da ist ja, glaube ich, hier eins. Ja. Ah, Crap, von wegen. Wenn ich ducke, sieht er mich dann? Ja, er sieht mich. Mist. Und die Kamera sieht mich auch. Nee. Nicht ran. Komm ran. Schnell, 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 schnell. 1, 2, 3. Überwachungssystem deaktiviert. Na also, geht doch. So. Mal sehen. Jawohl. Oh Gott. 4 Abwehrknoten. Na super. Aber Glück gehabt. Sehr schön. So, Schreibtisch. Granaten. Braucht kein Schwein. Ja, der klappt. Der klappt den Arsch ein, sehr schön. Die Kamera da oben, die schicken wir über den Jordan. So. Zack. Den Programm über um. Du bist ausgeschaltet, nicht vergessen. 1, 2. Und bitte, bitte, bitte. Okay. R582. Athletics. Wo geht's hier rum? Nummer 2. Ja, schon mal, wo es darum geht. So, mal gucken, gucken, gucken. Oh, irgendein Aussichtsdeck, hä? Ist das eine Leiter? Da unten war ich doch schon, oder? Ist da irgendwas? Ja, Naniten liegen da unten. Ob es lohnt, da runter zu springen? Mal 2, bevor es. Geht denn das hin? Oberer Bereich. Nebenkarte. 4, 2. Riskieren wir's? Riskieren wir's. Aua. Oh, okay. Cool. Uncool. Scheiße. Hätte ich vielleicht die Wendigkeit vorher anmachen sollen. Naja, aber hier ist ja genug zum Essen und zum Trinken da. Damit können wir uns heilen. Ja, geil. Ja, 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 ja. 1, 2. Gulp, 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 gulp. Ist noch irgendwas Brauchbares hier? Psi, können wir aufladen ein bisschen. Also Psi Boost ist. Ja, nicht Psi aufladen, sondern Psi Boost. Eine geladene Batterie, ja gut. Und vielleicht dann irgendwo. Nochmal. Trinken, trinken. So. Ah, Zigaretten nicht. Das hier. So. Trinken wir den. Fressen wir die Chips noch auf hier. So.
Hoffentlich ist da nichts Ekelhaftes auf dem Boden. So, na. Jetzt rein, rein. Ah. Ist die Tyrannei des Individuums. Deine eigene Gattung betrachtet dich als eine Bedrohung. Warum ermordest du unsere Einheit? Vergift. Alles klar. Du wirst nicht mehr weiter existieren. Es ist nur die Frage, wer dich eliminieren wird. Wir oder du? Ah, nee. Fliegen. Ich hoffe mal, die können mich nicht so schnell verfolgen hier durch diese Gänge. Kann man doch sagen, mache ich kurze Pause hier, ne? Ja, bis die Fliegen dann verendet sind und wir weiter können. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Knorker. Macht's gut, bye bye.